Okay, Bantam soll es sein. Wir schauen uns den Pre-Nerf Blight nochmal an. Und zwar mit Campon und Alchemist Ring. Und ich bin kein allzu guter Blight-Spieler, will ich schon mal gesagt haben. Und trotz dessen habe ich mit diesen Addons halt einfach nur einen fantastischen Vorteil, der einfach nur frech ist. Der einfach nur frech ist. Compor lässt mich Pellets Insta-Breaken und zusätzlich komme ich dann noch einen Slowdown auf die Survivor rauf. Leider bin ich halt, wie gesagt, kein allzu guter Blight, aber die Addons werden mich carryen, genauso wie Alchemist Ring, was direkt, wenn wir einen Power-Hit landen, dafür sorgt, dass wir unsere Power komplett wieder zurückbekommen. Was eben auch so die zwei OP-sten Addons sind, die Blight hatte. Und jetzt zum Glück auch nicht mehr hat. Ich habe keine Ahnung, wo genau die sind. Ich schätze mal, dass die vielleicht da hinten sind. Beziehungsweise hier hinten waren, okay. Interessant. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Information mitgenommen, wie ihr seht. Weil ich keine Ahnung habe, wo die sind, ist das auch ziemlich good to have gerade. Ich will halt auch nicht campen oder so, aber okay. Und zack, Insta-Break. Und zack, sie ist geslowdowned. Zack, sie läuft in mich rein. Zack, sie ist down. Oh, wir wollen noch einen Pain Rat? Hahaha. Let's go. Let's go. Notice. Okay. Natürlich hast du Head-On. Natürlich hast du Head-On. Du bist währenddessen geslowdowned. Oh, schaut euch das. Es ist so frech. Es ist so unfassbar frech. Ja, und sie ist halt wieder geslowdowned. Sie ist halt wieder geslowdowned. Was soll man dagegen? Ich bin kein guter Blight. Man wird in diesem Video öfters sehen, dass ich kein guter Blight bin. Und trotzdem sind diese Addons einfach OP. Trotzdem sind diese Addons einfach OP des Todes. Weshalb selbst ich als schlechter Blight-Gamer da was mitmachen kann. Okay, leider nicht gehittet hier. Das wäre natürlich ein Träumchen gewesen, aber wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Okay, sie denkt, sie playt mich hier. Aber da kann ich hier leider einen Spoiler geben. Nein. Okay, warte mal. Jetzt hat sie mich nämlich geplayt. ja gut, da reden wir mal nicht drüber. Da reden wir mal einfach nicht. All good. All good, gehen wir zu jemand anderen. Die Charges haben wie direkt back. Back wie Rücken, for real. Oh, okay. Warte kurz. Ich habe kurz keine Charges. Bin ich kein Fan von. Ja, okay. Warte, da hacktacken wir uns einfach hier lang. Ah, schade. Okay. Ist fine. It's fine. It's fine. Ich bin dumm. Ich habe sie verloren. Wo zur Hölle bist du? Und warum zur Hölle bist du hier? Okay. Nein. Du hattest nicht wirklich. Oh, du hast nicht wirklich balanced. Du hattest nicht wirklich balanced am Start, du kleiner Arsch. Es reicht toxic. Ich spiele hier faire Sachen und du kommst mir mit sowas? Balanced OP-Landing oder was?
Reicht mir. Hört auf mit so einer Toxic-Scheiße. Was soll das? Ist da oben wer? Ich nehme das auf jeden Fall als ja. Keine Sorge. Wir haben nicht allzu viel Stress hier gerade. All gut, oder? Wenn wir da einfach mal ein bisschen zack machen, dann ist alles bestens. Wenn ich das mal so behaupten darf, ne? Wenn ich das mal ganz frech so behaupten darf. Leider wird der Generator oben fertiggestellt. Oder besser gesagt, der Generator würde fertiggestellt werden. Ah, okay, ich dachte schon. Okay. Ja, gut. Leute? Gebt ihr mir da gerade eine Free Cam? Oder einen Free Exchange, nehme ich auch an. So ist es nicht, ne? So ist es nicht. Ja, gut. Sieht nicht so schlecht aus. Ups, bitte mal kicken. Und dann hooken wir dich natürlich auch direkt mal. So, Lulle. Ich habe viele Fehler gemacht. Aber die Addons sind da. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Alles bestens. Die Addons sind da. Oh, die denkt, sie kann retten gehen. Oh, süß. Oh, ich bin leider scheiße im Hacktacken. Guter Blight hat hier auf jeden Fall einen Hit noch rausgeholt, aber wen juckt's, ne? Man muss nicht gut sein. Man braucht nur die Addons. Wenn man die Addons hat, ist alles easy. Oh, warte, du bist wirklich runtergegangen? Girl? Habe ich dich gerade hier gesehen? Oder Tricy's wieder? Oh, sie hat die andere hochgeholt. Wie denn das? Habe ich da irgendwas verplant? Ah, geplayt habe ich mich selbst. Das habe ich auf jeden Fall. Ja, breaken wir mal die Pallet. Weil Pallet Shreds sind auf jeden Fall ziemlich gut auf unserem Boy. Was? Die war hier drin? Oh nein. Okay, das war auf jeden Fall ein fetter Fehler von mir. Das war aber auch ein fetter Fehler von ihr. Wenn man das mal so frech sagen darf. Ich würde es nicht wundern, wenn irgendwo noch die Head-On-Lady ist, wenn die nicht schon tot ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und dann hocken wir mal. Ist ein Deathhook. Und dann schauen wir mal die Locke hier durch. Nope. Ja gut, mal eine entspannte Runde. Sweaten musste ich jetzt nicht sonderlich, wenn ich ehrlich bin. Warum auch? Wir haben einen OP-Blight hier. Das ist nicht nur Blight, der sowieso schon sehr stark ist, das ist ein OP-Blight. Weiß ich nicht. Und jetzt können wir vielleicht noch die Hedge finden. Okay, wir haben ein Träumchen. Und man kann halt so viele Kombis auch rocken. Ich werde wahrscheinlich noch ein zweites Video machen zu Light. Und man kann da halt wirklich Adrenaline-Wall mitnehmen. Man kann Double Speed mitnehmen. Man kann auch einfach Aura-Read mitnehmen. Es ist alles so krank auf Light. Es ist alles so krank. Es ist so ein kranker Killer.
der dann halt noch solche Addons abbekommen hat. Aus was für einem Grund auch immer. Na, das leide ich ein bisschen zu lange. Blight ist halt auch ein spaßiger Killer. Das Problem, was ich halt immer mit Blight hatte, ist, dass ich mich ein bisschen, naja, zu schwach gefühlt habe, wenn ich halt jetzt nicht gerade starke Addons gerockt habe. Aber zu stark gefühlt habe, wenn ich starke Addons gespielt habe. Und das wird hoffentlich anders, weil dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, mit unserem Bleedy Boy weiter durchzugrinden. Oh, warte, die ist nicht dahin gelaufen, auf jeden Fall, wo ich dachte, dass sie hinläuft. Die Lady playt mich hier. Komplett. Aber juckt ja nicht, ne? Wir sind Bleed. Wir sind Bleed. Wir breaken einfach mal. Wir sind Bleed. Hallo, ich bin Bleed. Imagine, wenn das ein Hit gewesen wäre. Das wäre ein Träumchen. Aber yo. Gut getraced von ihr. Nicht gut genug, um meinen Bleed aufzuhalten. Die G's gehen raus. Die kann weiter da unten chillen. Warum auch nicht, ne? Rar! Es ist so gut, dass das reworked wurde. Und es hat viel zu lange gedauert, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr mich fragt, hat das wirklich viel zu lange gedauert. Wirklich. Holy shit, die war sogar beim anderen Gate drüben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Hat eh gar nichts geprogressed fast. Also juckt eh nicht sonderlich. Aber ja. Das ist Bleed. Der Abschluss der OP-Addons Numero Uno. Schreibt mir natürlich gerne eure Meinung zu den Nerfs in die Kommentare. Und schauen wir mal, was die Savari jetzt zu sagen haben. So. Can we report Cheryl? Warum? Patrolling? Why? Warum? Was hat sie getan? Was ist so los hier? Kommt nochmal? Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach so ein Mate ist, der ein bisschen wütend auf seinen eigenen Mate dann halt noch ist. Oder ob sie jetzt wirklich gebodyblockt oder so hat. Das weiß ich halt nicht. Und da kommt anscheinend auch nichts. Weshalb ich euch auch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Und bis zum nächsten Mal, Leute.